Ja Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Da vorne ist bereits das Ziel, zu dem wir hin müssen. Okay, da vorne ist so gut gesagt 300 Schritte. Aber ich muss sagen, ey, dieses Kobaltküstenland, mir gefällt das richtig gut. Und wenn ich das da richtig sehe, dann dürfte das da hinten die Feuerspeiinsel sein, von der uns schon berichtet wurde. Sieht zumindest stark danach aus. Wird das als eigenes Gebiet gewertet? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich merke schon, wie man da hinkommt. Ich glaube nur über das Wasser. Andere Möglichkeit haben wir nicht hier. Nicht viel. Gut. Oh, ein Ätherkraut. Nice. Nice. Wartet. Wenn wir schon sowas finden, ne? Jetzt fehlt uns die Vitalknospe. Hey, wo habe ich die denn verschwendet? Oder habe ich die zurückgelassen? Auch das kann sein. Verdammt. Das heißt, wir müssen nach wie vor ohne Beleber auskommen. Mann, ey. Was mache ich denn eigentlich jetzt schon wieder für Fehler? Gleich direkt am Anfang. Hä, wo hätte ich die echt verbraucht? Wo brauchte man noch Vitalknospen? Ich weiß es gerade nicht. Wie dem auch sei. Oh, Entwicklung. Ah ja, stimmt. Ich kann die entwickeln. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja gut, zwischen der Aufnahme und der letzten liegt da auch 24 Stunden. Deswegen sorry dafür. Da kann man schon eine Kleinigkeit wieder vergessen. Stimmt, wir können Arboretos entwickeln. Und zwar zu seiner letzten Form. Also unser Starter erreicht sein Maximum. Ach, war noch schön ein bisschen Bau 2, oder? 15 Folgen ist es ja. Wo wir es bekommen haben. Und hier ist seine Entwicklung. Glückwunsch, dein Arboretos hat sich zu einem Silvaru entwickelt. Silvaru steht eine neue Attacke zur Verfügung, da bin ich jetzt gespannt. Ach, schön. Und was genau? Aurasphäre und Drillingspfeile. Okay, eine Kampfattacke. Da müsste ich jetzt aber echt überlegen, was ich loswerde. Also ich glaube, da schmeiße ich lieber den... Ja, da schmeiße ich lieber den Sternschauer weg. Der ist eh eine Spur schwächer. Und nehme stattdessen die Aurasphäre mit. Drillingspfeile. Trifft, tritt und schießt 3 Pfeile ab. Sein Volltrefferquote steigt dadurch, senkt die Defensivkraft des Zieles. Okay, das macht ein bisschen Schaden. Und hat auch noch andere Statuswerte-Effekte. Boah, das weiß ich aber nicht, ob ich das anwenden soll. Nee, ich lasse es erstmal. Ich meine, ich kann im Nachhinein noch immer ändern, deswegen keine Sorge, aber finde ich krass. Der kann Aurasphäre erlernen, wusste ich gar nicht. Stimmt, warte, da möchte ich kurz noch was nachgucken. Welcher Typ ist denn der jetzt eigentlich? Der ist Pflanzekampf. Echt jetzt? Ach, die Hisui-Form hat einen anderen Typen, verdammt. Ja, stimmt. Nur kurz zu nebenbei, das ist ja die Hisui-Form von Silvaru. Die eigentliche Form, die müsste Pflanze-Geist sein. Der ist Pflanze-Kampf. Ja gut, dann spare ich mir schon mal das Kampftyp-Pokémon und... verdammt. Der hat mich natürlich gesehen. Aber nice to know. Ich habe mich jetzt ganz kurz erschrocken. Ich dachte gerade ernsthaft, der hat jetzt Level 40. Hab mich zum Glück verlesen. Der hat das überlebt? Okay, ich glaube, wir brauchen dringend mehr Training. Oder die Attacke ist einfach zu schwach. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube ja letzteres. Donnerschock ist ja, glaube ich, eher so ein schwacherer Stromstoß. Der müsste nicht so viel Stärke haben, aber egal. Geschwächt ist es trotzdem und somit können wir es auch super fangen. Ja, schauen wir natürlich noch die letzten Sachen hier in der Nähe auch an. Da vorne sehe ich ein Charmian. Das wird mich eh sehen, keine Sorge. Ich kann so ruhig sein, wie ich will. Dieses Charmian, das sieht sowieso alles. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Ich bin überrascht. Na dann. Wäre schön gewesen, wenn das von Anfang an so wäre, aber nee. Da waren immer wieder mal ein paar Probleme. So, was haben wir sonst hier noch? Hier ist noch so ein weiteres Moterpel. Kann ich das mit dem Federball fangen? Ja, kann ich. Wobei es ist noch nicht gefangen. Es muss natürlich auch drin bleiben. Und das tut es nicht. Hat mich das Ding echt gesehen? Aha, hat es. Das hat aber gute Augen. I'm surprised. Wirklich, I'm surprised. Selbst ein Knirscher überlebt das.
Jetzt bin ich noch mehr surprised. Ey, dieses Moterpel ist sogar mit dem Level 30 ganz schon widerstandsfähig. Ja, gleiches Spiel wie davor, komm. Je mehr Forschungspunkte wir am Ende bekommen, umso besser. Mann, wir haben eigentlich eine komplett andere Mission, aber keine Ahnung, ich lasse mich gerade ablenken. Ja, wenn mich was eingreifen will, dann muss ich mich auch verteidigen. Wir haben ja gesehen, was bei Klipunkel passiert ist. Da ging relativ viel in die Hose. Sonst hier noch irgendwo was. Da vorne sehe ich ein Fittlauch. Da ist noch eins. Und da ist noch ein weiteres Papinella. Sogar zwei. Okay, dann gehe ich erstmal den Hügel hier hoch. Du siehst mich nicht. Es sieht mich, verdammt. Mann, Papinelle ist so ein süßes Wesen. Es ist eigentlich unglaublich, dass das irgendwie, ich sag mal, angriffslustig ist. Ist ein bisschen ungewohnt, sagen wir es so, wie es ist. Nein, bitte nicht Paralyse. Was soll das denn jetzt? Aber vom Level steigen die wirklich sehr. Wenn man bedenkt, es ist noch gar nicht allzu lange her, wo ich mir noch über ein Level 10er Pokémon gefreut habe und teilweise von dem Level 20er Angst hatte und jetzt mittlerweile sind die ja schon wirklich komplett in einer anderen Klasse. Gut, Pudux Level Aufstieg hat sogar eine Attacke jetzt gemeistert. Werde ich dann gucken, welches ist, je nachdem, wann ich es einsetze. Ja, Pudux werde ich by the way noch ersetzen. Das ist auf alle Fälle klar. Papinella hat aber auch relativ gute Augen. Das ist doch nicht wahr, ey. Das hat mega krasse Augen. Jetzt machen wir aber Krafttechnik, komm. Jupp, und damit ist es down. Aber wie schon im letzten Part erwähnt, ich werde mir nicht vornehmen, Papinella zu fangen, weil ich jetzt eben eh schon zwei Flug-Pokémon bei mir eigentlich im Team habe. Wobei, stimmt, Arboretos ist ja keins mehr. Jetzt habe ich eh nur mal eines. Aber ändert trotzdem nichts an der Sache, deswegen. I got you. Aber wie friedlich das ist ausgebüxt, verdammt. Aber wie friedlich die teilweise hier umherlaufen und gar nicht wissen, was gerade für eine Gefahr hinter ihren Rücken lauert. Ja gut, das hätte ich mir denken können, dass sich das jetzt umdreht. Hey, ist das auch... Das ist auch ausgebüxt! Ey, was ist das denn bitte? Ja, ich komme scheinbar mit normalen Pokébällen gar nicht mehr weiter. Ich muss wirklich jetzt immer auf Superbälle setzen. Ja, das werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr fangen. Aha, Superbälle, da bleibt's drin. Wer kann sich jetzt eigentlich noch groß entwickeln? Stimmt, Ponita ist das einzige Pokémon, was noch eine Entwicklung drauf haben sollte. Und zwar zu Galoppa. Nur die Frage ist, zu welchem... Vulpix! Oh, okay, auch endlich wieder mal was Neues. Vulpix zu Vulnona. Das wäre eine geile Geschichte. Vulnona ist ein relativ geiles Pokémon. Wie süß, dass da gerade sitzt. Und wie scheiße ich doch bin. Aber es hat Angst. Es ist kein angriffslustiges. Na dann. Ich will es jetzt nicht angreifen. Jetzt. Davor war wieder anscheinend der... Lol, da geht ein Weg hoch. Ich habe das gar nicht gesehen. Nice, ich hab's. Vulpix Level 31. Ne, da geht kein Weg hoch. Okay, ich habe mich getäuscht. Da unten ist nur so ein Gestein. Stimmt, von denen sollten wir vielleicht auch mal wieder ein paar zertrümmern. Wir haben ja mittlerweile wieder einige Pokébälle hergestellt gehabt und deswegen, ja. Ja, das... Schon wieder. Und ich glaube, da vorne ist noch ein Elite-Pokémon. Das ist alles nicht gut. Oder zumindest besorgniserregend. Ich war mir jetzt aber unsicher, was das für eins war. Und ey, ernsthaft jetzt.
Die überleben sogar Krafttechnik mittlerweile. Also da muss ich mir echt wirklich Sorgen machen. Na gut, drin bleibt's trotzdem. Ich bin schon am Ende gespannt auf diesen Bericht. Da muss schon einiges kommen. So, Level 36 für Bojelin. Könnte es vielleicht sogar sein, dass... Oh nee, da war was drin! Ich habe nicht gesehen, dass es gewackelt hat. Level 18, aber... gut, lol. Alter, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Da nehme ich den Schwerball und da brauche ich es gar nicht angreifen. Ist ja schön, dass wir auch noch ein paar Niedriglevelige finden. Siehste, hat richtig geklappt. So, wie es sich gehört. War da vorne jetzt? Ja, da vorne ist... Oh nein, das ist ein... Oh, das ist die Weiterentwicklung, oder? Von Charmian. Schnurgast, glaube ich, heißt die. Die ist vom Typ normal. Was ist... Habe ich irgendwas mit... Achso, stimmt, wartet. Ich habe ja Silvaro und Staraptor. Ja, es ist ein Schnurgast. Oh, damn. Und hier ist ein Vitalkraut. Oh mein Gott. Und meine Tasche ist jetzt zum ungünstigsten Zeitpunkt natürlich wieder voll. Also, was schmeißen wir weg? EP-Bonbon. Kann ich einsetzen sogar. Jo. Bonita steigt gleich ein Level auf, das passt. Hat noch nicht gereicht. Okay, da ist doch erst bei Level 40 die Entwicklung. Was haben wir sonst eigentlich noch? Brunusbeere. Hier, Yonago-Beere. Allgemein wieder sehr viele Beeren natürlich. Knallkugeln. Ja, ich kann davon jetzt eigentlich nichts wirklich wegwerfen. Was ist denn das nochmal? Meistersamen. Gibt diesen mysteriösen Samen der Kommandantin des Sicherheitstrupps, um zwischen der Kraft- und Tempotechnik eines Pokémon wechseln zu können. Hä? Ach, was? Das macht da gar keinen Sinn gerade. Ja, egal. Vitalknospe nehme ich mit und ich glaube, der Schnurgast, ich fahre das mal heraus. Level 45, ja bitte, komm her. Die neuen Level drunter, die überlebe ich schon. Außer es setzt Hyperstrahl ein. Ja, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Das Ding hat Hyperstrahl drauf. Okay, damit hatte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Digi. Mann, ich habe aber von Aurasphäre noch nicht die höchste Ding. Verdammt, ich habe Staraptor deswegen wegen Nahkampf eingesetzt. Soll ich es fangen? Ich kann es probieren. Nur ist es ungewiss, weil nicht, dass wir jetzt... Der wird mir noch eins draufgehen wahrscheinlich. Also Silvaro wird das nicht überleben. Wobei, Hyperstrahl ist eine Normalattacke. R-Typ Kampf, das könnte gut gehen. Ne, es bleibt drin, Gott sei Dank. Digi, mit dem hatte ich ja gerade gar nicht gerechnet. Meine Tasche ist leider voll. Fail. Ja gut, dann... Tasche ist voll mit anderen Items. Ja, das weiß ich eh, aber hä? Was ist das denn bitte für ein Grund? Jetzt kann ich es einstellen. Ich meine, hä? Ja, okay, egal. Warte, ich habe gesehen, ich könnte noch Superbälle herstellen, oder? Ja, ein paar. Eisenbrocken habe ich noch genug, aber Glanzstein geht mir mittlerweile schon aus. Ach man. Ewige Probleme hier. So, Believer einsetzen und dann... Use ich gleich noch ein paar Tränke. Ein paar sind die schon relativ geschwächt. Jetzt habe ich hier sogar noch dieses EP-Bonbon. Eins mit der Stärke M. Ist, glaube ich, dasselbe wie davor. Also es müsste ein Level-Up auf alle Fälle möglich sein, aber ansonsten nichts wirklich Besonderes. Hier sind echt noch so viele Pokémon auf dem Weg, das macht mir echt Angst. Ich will eigentlich nur zu dem Ziel da vorne, aber ich hätte nicht erwartet, dass noch so viele kommen. Ich glaube, ich ignoriere jetzt ein paar Mal. Wenn möglich. Den Baum muss ich halt leider. Es ist immer wichtig, dass man so viele Sachen wie möglich mitnimmt. Okay, bitte wieder so ein Burmy. Na dann, selbes Spiel wieder vor. Aber was erwartet mich an der Spitze von dem Ganzen jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht wartet Perla wieder auf mich oder so. Wobei, nee, die hat ja vorher von irgendeinem Ding geredet und ich habe einen Vitalkraut bekommen, oder? Vitalknospe. Ja, nice!
Ich kann noch ein Belieber dann später machen. Umso besser. Na komm, Kills. Mach keine Faxen drum, Kills einfach. Aber das ist auch übrigens ein Punkt, den ich sehr positiv hervorheben muss. Und zwar, ich habe mich jetzt zwar aufgeregt, dass er nicht weitermacht, aber man muss sagen, die Kämpfe sind deutlich besser und vor allem auch deutlich schneller als die, die es halt in den normalen Pokémon-Spielen immer sind. Und das ist ohne Witz wirklich ein sehr guter Punkt zum Hervorheben, denn mich hat das ja schon in Strahl der Diamant und allgemein in jedem Pokémon-Spiel immer aufgeregt, dass da so viele behinderte Textboxen jedes Mal kommen, die halt teilweise auch richtig lang brauchen, bis die, ich sag mal, verschwinden. Und hier ist das ganze Gameplay und ich sag mal, das ganze Kampfsystem einfach ein bisschen schneller, flüssiger. Und das ist halt eindeutig ein Punkt, den man hervorheben muss. Vor allem auch mit dem ganzen Fangen und so, dass man halt mehrere auf einmal fangen kann und währenddessen, die vielleicht gefangen werden, kann man sich schon wieder mit einem anderen anlegen. Und hier ist ein Ätherkraut. Was machen wir mit Ätherkraut nochmal möglich? War das nicht die Aufwertung zum Genau? Machen wir das gleich mal. Ich glaube, es ist nie verkehrt, wenn wir gleich direkt ein paar Sachen so schnell wie es geht herstellen. Gut. Hä? Habe ich jetzt keine Vitalknospen? Oder habe ich die liegen gelassen? Nee, da warte, brauche ich ein Fittloch, verdammt. Stimmt ja. Mein Fehler. So, den ernten wir noch. Und da vorne wartet schon eine Person. Alter, wie geil die Aussicht hier was sein muss. Ja, ich weiß, manche würden sich jetzt wahrscheinlich über die Wassertextur aufregen, aber oder allgemein auf die Textur, aber hey, mir gefällt das Gebiet sehr gut. Das ist nicht Perla. Ah, ah, das ist überhaupt nicht Perla. Fuka! Na, na, komm, sei brav. Ist das Rana? Ja, das ist Rana, stimmt. Von der hat ja auch Perla geredet. Mein Name ist Rana, ich gehöre dem Perlclan an. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, du bist also das berühmte Mitglied der Galaktik-Expedition. Ja, berühmt. Sprich weiter. Mach mir mehr Komplimente. Man sagte mir, du habest Axanto und Dressella beruhigt. Dann musst du über immense Stärke verfügen. Und doch hast du solch ein sanftmütiges Gesicht. Die will kämpfen, hundertprozentig. Und was führt dich ins Kobaltküstenland? Einen in Rage geratener König wirst du hier vergeblich suchen. Der letzte König, nun, sein Junges, wurde von dem See erfasst. Der König warf sich mutig in die Fluten und rettete das Leben des Kleinen, doch es wurde selbst in die Tiefe gezogen. Vermagst du mir zu sagen, welches dieser Vulkaner des jungen Junge des Königs ist? Woher soll ich das denn wissen? Das Große, sage ich jetzt mal. Diesen Eindruck scheint zunächst jeder zu haben. Dieses friedliche, doch sehr scheue Vulkano hier ist das Junge des verstorbenen Königs. Echt? Krank. Okay, die hat mich jetzt wirklich ein bisschen obsolet, muss ich sagen. Wahrscheinlich haben die meisten wirklich, sagen die meisten wirklich das Große. Das Potenzial, zu einem fähigen König heranzugreifen, ist zweifelsohne vorhanden. Doch es wurde Zeuge des Dahinscheidens seines Vaters und erlitt dabei tiefe seelische Wunden. Allein der Gedanke daran, ich müsse es trotzdem zwingen, stärker zu werden, um einen König aus ihm zu machen. Nein, das kann ich nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, dem Kleinen beizustehen, um nicht den Willen des Perlclans aufzuzwingen, was auch immer die anderen davon halten mögen. So, jetzt bist du über diese Situation informiert. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ich helfe mit dem Erben. Ich will zu dieser Insel. Genau das ist eigentlich das, was ich will. Verstehe, du willst die Feuersperrinsel erforschen. In letzter Zeit hört man oft Gerüchte über seltsame Schatten, die dort gesichtet wurden. Um über das Meer der Insel zu gelangen, wirst du die Hilfe des Pokémon Salmanis benötigen. Suzuki, ein Wächter des Diamantclans, kann dir dabei behilflich sein. Die Feuersperrinsel ist ein seltsamer Ort. Mal abgesehen von den merkwürdigen Schatten schießen auch noch mysteriöse Blitze aus dem Riss im Himmel. Es ist fast als erwartet uns noch ein ordentliches Donnerwetter. Uns wird doch nicht etwa das ehrwürdige Sinnoh zürnen. Zwischen dem Perlclan und dem Diamantclan gab es einen Konflikt darum, wer nun eigentlich das einzig wahre ehrwürdige Sinnoh verehre.
Auch wenn die zwei Clans sich mittlerweile einigermaßen tolerieren, bleibt diese Frage unbeantwortet. Das heißt, aus Sicht des ehrwürdigen Sinnoh gibt es noch immer eine Gruppe von Leuten, die einer falschen Gottheit huldigt. Verstehst du? Ach, bitte entschuldige mein Abschweifen. Suzuki solltest du auf den Griffelhügeln finden, die an den Ginkgo-Strand anschließen. Dort lebt er nämlich. Okay. Okay. Jaul. Wobei, warte mal. Wenn das schon so guckt, ich glaube, ich muss sie nochmal ansprechen. Nicht? Hätte ja sein können vielleicht, dass ich das jetzt kriege. Was haben wir da unten eigentlich? Okay, da ist nichts mehr. Hätte ja sein können, dass jetzt irgendwas versteckt ist. Das wäre zu geil gewesen. Okay, die Wettersituation wird gerade nicht wirklich besser. Na gut, dann würde ich sagen, wir nehmen unser Phone her und hier ist der Griffelhügel. Porten uns erstmal zurück zur Basis. Vor allem jetzt kann ich nicht zu vergessen, ganz kurz mal mein Inventar leeren. Gibt ja wieder einige Sachen, die wir hier gesammelt haben. So, die Rauchknollen gebe ich weg. Was haben wir hier noch alles? Knallmoos. Stimmt, ich habe Knallkugeln genug, deswegen ich lasse das jetzt mal einfach so. Arena-Bären verschiebe ich mal. Den Sternstaub gebe ich weg. Von denen ich auch schon wieder komischerweise sehr viel gesammelt habe. Krank. Wie groß ist die Lagerkiste eigentlich? Ja moin, ja bitte. Da wollen wir uns gar keine Sorgen machen. Wir haben genug. Ja, passt, glaube ich, fürs erste Mal. Kann man das auch sortieren? Ja, minus. Gut. Ja, ich glaube, der Platz sollte vorerst mal reichen. Ansonsten, ich kann ja noch immer auch meine Pokémon wechseln. Ich will kurz mal gucken. Was habe ich denn eigentlich alles zur Verfügung? Hier könnte ich suchen, das will ich jetzt aber nicht. Ich habe ja schon ein paar stärkere jetzt hier gefangen, genau. Das Schnurrcast. Das könnte ich eigentlich einsetzen, allein schon mit dem Level. Stimmt, ich wollte ja einen Vulpix. Warte mal, braucht ein Vulpix nicht ein Ding? Wie heißt's? Einen Feuerstein? Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Geistflug brauchen wir auch nicht. Papinella ist zwar auch stärker, ist aber jetzt auch nicht so das, was ich will. Ja, Käferflug. Ich wusste es. Ich könnte es aber echt probieren. Warte mal, ich gebe einfach mal. Ja, komm. Das hat auch Bürde, das hat Sondersensor, Flammenrad und Ränkenschmiede. Das hat deutlich mehr als Ponita. Dann arbeiten wir stattdessen auf den Vulnona hin. Ganz einfach. Let's go! Achso, ich dachte gerade. Wir müssen es natürlich jetzt noch ein bisschen trainieren, das ist klar, aber das schaffen wir schon. Hier ist schon der erste Gegner, den sich Vulpix stellen kann. Das war mega knapp. Das wäre jetzt schon belastend, wenn es direkt down wäre. Kannst du das besiegen? Ich probier's mal. Nee, kann's nicht. Okay, gut, vielleicht kann es doch noch nicht besiegen, verdammt. Also das muss sich wenn dann doch erst entwickeln. Aber trotzdem, ich arbeite darauf hin. Dann machen wir hier jetzt erstmal den Rest. Auch gleich direkt beim neuen Mitglied auf die Schnauze, unglaublich. Ja, ich kann jetzt gerade kein Belieber machen, weil mir der Fitloch fehlt. God damn it! Das war nicht gut. Das war wobei ich kann ja einen kaufen kurz. Soweit ich weiß, hat der Typ ja Belieber im Angebot. Auch wenn das natürlich ein bisschen Geldverschwendung ist, aber. Und ich kann mich ausruhen einfach. Dann sind die Pokémon ja auch wieder heal.
Gut, dass mir das jetzt gleich passiert ist, der ganze Geschichte, die ganze Geschichte. Ich kaufe trotzdem kurz mal einen. Und zwar, genau, es hat Beleber, so wie ich es erwartet habe. Ja, ich kaufe mal einen für den Notfall. Ich sollte vielleicht mal offscreen natürlich, denken sich wahrscheinlich einige jetzt, offscreen einfach mal farmen. Nee, werde ich nicht machen. Ist nicht so mein Style, ehrlich gesagt. Hier war irgendwas gerade. Hier. Rundblatt. LOL. Hast du nicht gesehen, oder? Wie immer wieder dieses Schnurgast einfach vor mir spawnt. Ah, habe ich jetzt Schnurgast gesagt? Ich meine Charmian. Sorry, mein Fehler. Apropos, mir fällt gerade was ein. Wir können trotzdem... Ich habe ja gerade ein Sonderbonbon noch mitgehabt, oder? So ist es. Also, nee, ein Epi-Bonbon. Aha. Ja, es kann sich nicht entwickeln. Ich glaube aber nicht, dass es so ein hohes Level braucht. Vielleicht ist es eh so, aber... Ich glaube, er darf jetzt einen Feuerstein benötigen. Zumindest hatte ich da sowas im Hinterkopf. Ja, das Problem ist nur leider, unseren Feuerstein, den haben wir nicht mehr. Also das ist ein starrer Lil. Ich dachte mir gerade, hey, was ist das denn? Was haben wir hier noch so alles? Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, dass wir ein bisschen was fangen. Nee, mit dem lege ich mich nicht an. Vorne ist wieder ein Staravir. Ich bin jetzt ruhig. Es visiert leider gerade der starre Lilian. Jetzt habe ich's. Deswegen, ich konnte jetzt gerade nicht L drücken. Es bleibt drin, okay. Hätte ja sein können, dass wieder mal nicht drin bleibt. Wäre auch keine Überraschung gewesen an der Stelle. Ah, wo kriege ich jetzt aber am besten trotzdem Feuerstein her? Wie gesagt, es muss nicht sein, aber ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass ich den durch Zerbrechen von so einem Stein mal bekommen habe. Hier waren jetzt in dem Fall nur Glanzsteine drin. Wait. Das schläft. Einfacher zu fangen geht fast gar nicht mehr. Und so ist es auch. Da ist schon wieder irgendwas. Das sehe ich jetzt aber gerade nicht. Okay, es ist wieder nur ein Charmian. Also auf den Report bin ich am Schluss dann schon gespannt, was wir alles wieder erreicht haben. Es ist nicht drin geblieben. Dann halt nochmal. Da ist sogar noch eins. Ja gut, ich kann jetzt aber auch nicht. Es ist wieder ausgebüxt. Was ist das denn? Hä? Das macht einfach Sitz von mir. Komm, ihr könnt mir nichts sagen. Das wollte bei mir sein. Ihr habt's gemerkt. Das wollte dringend bei mir sein. Da vorne ist ein Bougelin. Stimmt, mit dem könnte ich mir auch mal anlegen. Sogar zwei. Hätte ich das gewusst, hätte ich einen Marmelin gar nicht mitführen brauchen. 32. Vor allem das Forschungslevel ist erst Level 9 bei Bougelin erst, also Level 10 braucht es ja, deswegen können wir das gleich direkt mal anwenden. Ne? Also, Laubklinge ist natürlich der One-Hit. Und dass eine weiterentwickelte Form ist, bringt sie auch immer mehr EP. 1000. Was habe ich jetzt gesehen? Verdammt, okay, es war doch das Bougelin. Hast du nicht gesehen, oder? Auf einmal kam da so eine Aquawelle daher. That was a surprise. Gleiches Spiel wie davor, Laubklinge. By the way, wir sollten natürlich auch die Augen offen halten, ob es irgendwo möglich ist, eine Basis zu errichten. Es gibt ja immer wieder mal die Möglichkeit dazu. Hier ist wieder nur ein Parmelin. Da ist noch ein Bougelin. Stimmt, da könnte ich Lux auch mal wieder hinwerfen. Let's go. Vor allem, wir dürfen gar nicht mehr zu viel trainieren, fällt mir gerade ein. Wir haben schon Level 38. Ab Level 40 gehorchen uns die nicht mehr. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen.
Gut, besiegt ist es, perfekt. Ich glaube, das sollte jetzt schon reichen, damit dann Forschungslevel 10 erreicht wird. Da vorne sehe ich einen Griffel. Stimmt, einen Griffel habe ich noch gar nicht gefangen. Ja, moin, können wir gleich mal machen. Zu langsam. Viel zu langsam. Aber es ist entkommen, verdammt. Nein. Ich habe auch jedes Mal dieses Pech. Da ist noch eins zum Glück. So, und du bleibst jetzt hoffentlich drin. Okay, es kam kein Level-Ding. Das heißt, es ist nicht drin geblieben. Scheinbar sind die Griffel doch ein bisschen schwieriger zu fangen, als ich dachte. Ist es noch da vorne? Ja, oder? Ja. Ich hab's drüber geschossen, schön, weil ich den Federball hier hab. Jetzt aber, jetzt hat's den Rücken zu mir gewandt. Großer Fehler, mein Freund. Und jetzt ist es drin. Na gut. Da vorne wartet Volo auf uns. Aber mit dem müssen wir sprechen. Gut, bevor ich das mache... Fange ich aber noch ganz kurz das... Oh, schon wieder drüber geschossen. Fange ich noch mal ganz kurz das Griffel. Es hat mir wieder den Rücken zugewandt, perfekt. Ja, da kann es ja nur drin bleiben. Easy. Vulpix Level Up und auch Staraptor noch mal Level Up. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Part. Der ist lang genug und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, seid gespannt, wie es in der Story weitergeht. Bis dahin. Ciao, Leute.